Lust auf Rauch? Ich heute schon. Deshalb habe ich mir hier die Sonderabfüllung zu 20 Jahre Repeat Monster von Compass Box hingestellt. Das Ganze einfach mal in Fassstärke. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Es gibt hier echt ganz viel zu erzählen. Ich hoffe, ich vergesse nicht zu viel. Ich habe mich bei der Kompassbox noch nicht weiter rangetraut, denn alles, was nach den Blended Malts, Vetted Malts kommt, also nach den Standards, wird dann extrem teuer in meinen Augen. Und mir fehlte bis jetzt der Mut. Ich muss es so zu oder so einfach offen und ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dabei haben mich diese Standards so überzeugt. Und klar, es wird so sein wie bei allen Brennereien auch. Wenn die einen guten Standard haben und die Sondersachen, die dann sofort um einiges teurer sind, werden niemals wieder dieses Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen. Und da habe ich so ein bisschen bei der Compassbox Angst eben. Ne? Ich habe so einen guten Eindruck, ob es The Spaniard ist, ob es der Spice Tree ist, wo ich gar nicht gerechnet hätte, dass der mich anspricht. Ob es Peat Monster ist oder dann hatten sie noch ihren Obstgarten, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie hieß es auf Englisch. Wirklich sehr, sehr schöne Vetted Malts, Blended Malts da entstanden. Eben das, was eine einzelne Brennerei nicht kann. Jetzt bin ich hier, ich nehme mal eben meine Karte, bei 113 Euro. Ne? Da kriege ich auch eine Laphroaig 10-jährige Fassstärke für weit darunter, ne? Ich mal gucken, wo sie dieses Jahr liegt, aber zuletzt bei 89 Euro oder so. Oh Gottchen. Lagavulin 12 Jahre kriege ich sogar dazu. Oder dafür. Ja, ich will jetzt nicht alle durchgehen. Aber zum Lagavulin 12 Jahre fällt mir so viel ein oder gibt es in meinem Kopf eine Verbindung. Er hier ist jetzt nicht einfach wirklich 1 zu 1 die Fassstärke, sondern ein Teil wurde aus diesem Vetting in frischen Eichenfässern aus Amerika gefinished. Also Virgin Oak, Virgin American Oak. Aber in manchen Shops habe ich noch gelesen, die Infos gab es nicht auf der Compassbox-Seite, komischerweise, dass diese Fässer zuvor für eine ganz kurze Zeit Grain Whisky enthalten haben. Also mir geht es jetzt nicht um den Grain Whisky, sondern dass sie wirklich zuvor eine kurze Befüllung hatten. Sie nannten es so schön, oh, ich blende es euch ein. Das fand ich eine tolle Beschreibung. Also für mich sind es eigentlich keine Virgin-Fässer mehr, weil sie ja schon eine Erstbefüllung hatten. Aber sie basteln das da ganz, ganz cool zusammen. Macht in meinen Augen total Sinn, weil beim Lagavulin, gut, diese Info gab es da jetzt nicht, aber hat mir dieser Virgin Oak-Einfluss nicht gefallen. Und wenn Compassbox damit diesen Fässern so dieser allererste wirklich reine Eichenfracht ein bisschen entzieht, finde ich super. Muss ich so sagen. Abgefüllt 2022 noch am Rande, 9.126 Flaschen, ja, ab 113 Euro, 56,7 Volumenprozente. Wurde, oder wir haben jetzt eben Jubiläum, 20 Jahre. Damals wurde eine kleine Auflage gemacht, die hieß einfach nur Monster für einen, ja, Schnapsladen, sehr wahrscheinlich doch eher höherwertiger Kategorie, an der Park Avenue in New York. Und ich glaube auch, dass der Gründer von Compassbox ein Amerikaner ist, ne? Und deshalb wollten sie irgendwie hier auch amerikanische Eiche nochmal in spezieller Form reinbringen. Deshalb wohl dieses Finish. Das ist so ein bisschen die Story dahinter, die mich im Prinzip gar nicht so sehr interessiert, sondern eher wie er schmeckt. Und da legen wir jetzt einfach mal los. Unverdünnt hier. 56,7 Volumenprozente, so leicht über mein, ja, High-Proof-Level mit 55%, aber schauen wir mal. Farbe habe ich euch gerade eingeblendet. Da fällt mir was ein. Bei Compassbox ist ja immer das Vetting bekannt. Und sie schreiben sogar dabei, was ich total klasse finde. Ich habe es noch nie probiert, aber wenn noch Fragen sind, dann einfach bitte stellen, wir versuchen sie zu beantworten. Wenn das nicht nur ein Marketing-Gag ist und sie es wirklich machen, finde ich das klasse. Sie schreiben auch eine tolle Begründung da rein. Sie glauben nämlich,
Je mehr Informationen der Whisky-Genießer hat, umso besser kann er den Whisky verstehen und genießen. Und damit haben sie mich. Also, ich weiß, das ist ja alles Marketing, aber das ist so ein gutes Marketing, das ist perfekt auf mich zugeschnitten. Muss man einfach mal so neidlos anerkennen. Und jetzt gerade hatte ich ihn eben in der Nase. Wie gesagt, Wetting ist bekannt. Wir haben Carl Ila in erster Linie und dann noch Williamson. Ne? Ihr wisst es, Laphroaig. Bei unabhängigen Abfüllern, wenn sie den Namen nicht nennen können, dann eben Williamson. Ist ganz interessant, weil bei The Compass Box die Standardabfüllung, wenn man sich da das aktuelle Datenblatt, sie haben ja da sowas, kann man als PDF runterladen, finde ich klasse, da wird noch schön Laphroaig angegeben. Auch interessant. Aber sonst im Prinzip die zwei Eilerbrennereien sind klar und dann haben sie noch diesen minimalen Anteil an ihren ja sowieso Wetted Blended Malt, Highland Wetted Blended Malt, den sie irgendwie überall immer mal wieder mit ein paar Prozent reinschütten. Wenn ich nach meinen Baumringen gehe auf ihrem Diagramm, dann ist der so zwischen 8 und 11 Jahre alt. Hinten steht alles drauf. Ich kann euch das ja gerade mal einblenden. Also wir haben hier, glaube ich, sogar auch Refill Buds dabei. Die haben jetzt zwar nichts mit amerikanischer Eiche, oder die können natürlich aus amerikanischer Eiche sein, aber klassisch denke ich da eher an europäische und eventuell sogar einen minimalen Sherry-Einfluss, Refill-Sherry-Einfluss mitbringen. So, lange genug gesabbelt. Carl Ila muss ich als erstes dran denken. Eine herrliche Zitrusnote, die von einem Rauch eingefangen wird, der gar nicht so stark ist, wie ich dachte. Also nee, das kommt zu negativ rüber. Die sogar ein bisschen den Ton angibt und dann kommt der Rauch, der ist schön kräftig. Aber ich hätte jetzt auch noch mehr erwarten können, ohne dass ich es wollte. Ja, es ist viel Holzwürze da. Ob das jetzt jemand mit Zimt meint, ne? Angeblich ja eben mehr Zimt und Vanille drin durch dieses Finish. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, ist jetzt ja hier auch noch unverdünnt. Tolle Zitrusnote, leichten Apfelhang dabei. Viel Platz für Eiler, viel Platz für Rauch. Der ist... Ich habe mich noch nicht reingetraut. Erinnert mich leicht an den Lagavulin 8 Jahre Rauch. Schön, ne? Laphroaig ist drin, Carl Ila ist drin. Was hau ich raus? Lagavulin. Ist ja irgendwie klar. Ich nehme den noch mal kurz in die Hand. Wir haben Mai, es ist warm draußen. Gar kein Thema. Aber... Ich hatte gerade so eine warme oder Zitrusnote und dann kam sofort warme Süße dahinterher. War schön. Ja, jetzt nochmal. Dann kommt wirklich eine Eiler, eine maritime Eilernote. Und Vanille ist da. Frag mich jetzt nicht, ob die stärker ist. Ich hätte mir den Standard hier nochmal hinstellen können. Ich habe irgendwo noch ein Sample, aber fand ich jetzt gar nicht so wichtig. Das ist eine Sondersache. Ich wollte es einfach probieren, wird es nicht permanent geben, deshalb stellt sich nicht permanent die Frage, welchen kaufe ich denn? Na, deshalb habe ich mir den nicht dazugestellt. Er ist auf jeden Fall sehr ansprechend. Es gibt ja genug Eiler Malts von unabhängigen Abfüllern. Aber das hier gefällt mir sehr. Ich nehme ihn jetzt mal unverdünnt mit 56. Mir wird fast kalt. Schöner Menthol-Effekt. Toller Rauch. Sehr neutraler Rauch. Sehr
Ich habe es ja eben immer noch nicht beschrieben, ne? Sehr aschig, neutral, phenolisch, ein Hauch. Aschig neutral. Was meine ich mit neutral? Ich weiß es gerade selber nicht. Könnte ich jetzt so auch nicht einer Brennerei zuordnen. Ja gut, irgendwie logisch, wenn es ein Wetting ist, ne? Toll, diese Zitrusnote, wie die sich dann aufbaut. Ja, Vanille kommt dann, ob die jetzt stärker ist. Zimt geht einfach in diesem würzigen, lebhaften Holz runter. Was nicht an Virgin Oak erinnert. Nicht so wie der Lagerbullen 12. Warum bin ich so böse gegenüber Lagerbulle? Nicht, dass ich jetzt gleich auch böse Kommentare kriege, weil ich die sonst so super finde und so mag, gerade den 12er. Und der hat mich eben 22 enttäuscht. Ich hoffe, die machen jetzt 23 nicht irgendeinen Blödsinn. Die sollen doch einfach amerikanische Eichen nehmen und fertig. Und nicht in Virgin-Form. Also das, was einfachen Islay Malt, einfachen Verstärken auf Filt, dieser Holzeindruck, ein Kontrapunkt, was Würziges, hier drin, ohne Frage. Was ich oft habe bei amerikanischer Eiche, diesen Bleistiftanspitzer, wenn man den leert. Ne? Diese Zitrusnote wird hin und wieder dann so leicht, oder kriegt so einen leichten Hang Richtung Meeresbrise. Ne? Wer weiß, ob die Fässer überhaupt auf Islay gelagert werden. Wenn Compassbox die sich abfüllen lässt, liegen sie irgendwo auf dem Festland rum. Ich sagte ja eben, es fröstelt mich, aber generell macht dieser Malt am Anfang einen sehr warmen Eindruck. Einen sehr willkommenen Eindruck. Man möchte sich in diese Zitrusnote mit dem Rauch und ja, er hat Vanille auf jeden Fall, möchte man sich eigentlich wirklich komplett reinlegen. Und dann geht es dahin, kommt die Würze, ganz schön stark ist. Aber wirklich, ich habe da keine Assoziation an Virgin. Und dann geht er weg. Der Rauch tritt wieder in den Vordergrund. Süße kommt wieder. Und er geht hin, falls ich die Süße vorher noch nicht erwähnt hatte. Klassische Islay-Süße, gefällt mir gut. Nehmen wir ihn etwas verdünnt. Also wenn ich hier irgendwie 2%, 3% runter bin, dann war es das auch. Heller, leichter erster Eindruck, weniger Zitrus. Etwas einfacher kommt er in die Nase. Nehmen wir mal. Der Rauch wird aschiger, diese Neutralität verschwindet ein bisschen. Mehr Ruß, mehr Asche. Eine aschige Zitrone, super. Zwiegespalten vom Verdünnen her. Tolle Raucharomen haben sich entwickelt. Diese Vanille. Zitrushammernote ist etwas in den Hintergrund getreten. Aber da kann man noch spielen. Das ist eine tolle Islay-Verstärke. Aber in meinen Augen ist das ein Segment, das eine 50, 60 Euro Flasche abdecken müsste. Das müsste damit vollkommen funktionieren. Ich brauche ja keine super alten Fässer. Ich meine, klar, die haben da dieses Finish gefahren, aber jetzt...
ernsthaft. Sollen sie das von mir aus weglassen? Und ich denke, das Ergebnis wäre immer noch sehr interessant. Ich weiß, Compassbox steckt da viel Liebe rein. Und das glaube ich ernsthaft, weil sie mich eben mit ihrem Marketing voll erwischt haben. Ja? Denkt immer daran, wir sind alle Marketingopfer. Aber der Preis ist einfach zu hoch. Ja, und da habe ich eben Angst vor bei den anderen Kompassabfüllungen. Ich denke, dass die echt immer was zu bieten haben. Aber ob es am Ende genug ist, ich meine, das muss jeder selbst entscheiden. Aber für mich wäre das für ein Isla Malt für 113 Euro und dann weiß ich noch nicht mal, ob Versand dazu kommt, wäre das zu wenig. Entschuldigung. Und ihr wisst, ich mag die puristischen Isla Malts, ne? Ich müsste mir ein Sample wegstellen und dann wirklich mit dem diesjährigen Lagavulin 12 Jahre oder Laphroaig 10er, wenn das nächste Batch rauskommt, da mal probieren. Das wäre eine Maßnahme. Also dieser Holzeinfluss ist sehr, sehr schön. Er ist sehr, sehr stark, aber vermittelt niemals diesen blöden Eindruck, muss ich so sagen, wenn ich dann merke, ja, es ist wirklich Virgin Oak gewesen. Von daher macht dieses kurze Befüllen mit Grain Whisky in meinen Augen echt Sinn. Ein bisschen oder ein wenig Wasser lässt auf jeden Fall dieses Peat Monster wirklich nochmal kommen. Auch im Abgang. Wie gesagt, mehr Asche. Warme Asche. Die Süße dabei. So richtig Isla klischee-mäßig. Okay, ich glaube, das reicht. Ja, wie gesagt, generell lecker, wenn man jetzt nicht auf den Preis achten muss. Sonst vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich schon vorher gesagt habe, passt das nicht. Also wie gesagt, 50, 60 Euro, meine ich wirklich ernst, ist das eine Top-Flasche. Aber für das Doppelte irgendwie nicht. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.